So, alleine wenn man auf die Geschichte guckt, 90% der Marokkaner sind berbischer Herkunft. Das ist deine Schätzung. Nur ein großer Teil wurde arabisiert. Eure DNA hat zu großem Teil, ist zum großen Teil berbisch. Erstens, wenn wir bei einem Land oder bei einem Individuum von der DNA ausgehen würden, was er ist, ja, dann gibt es viele Saudis, die keine Araber sind, nach diesem Maßstab, weil die in Saudi-Arabien aufgewachsen sind, aber ihre Vorfahren aus Afrika kommen und die auch komplett schwarz sind. Siehst du dort. Und du weißt auch, was ihre Vorfahren sind, gelten trotzdem als Araber dort. So, dann die DNA der Nordafrikaner im Allgemeinen ist eine völlig vermischte DNA. Viel europäische DNA dabei. Die Römer waren in Karthago gewesen. Ja, viele sind vermischt mit westafrikanischen Genen. Auch in Europa. Ich beispielsweise, ich habe einen DNA-Test gemacht, 70% deutschsprachige Regionen Europas. Das ist sehr viel. Das kann man sich mal im Internet angucken von Stars wie Lothar Matthäus und so. Da ist jemand, der denkt, alle seine Vorfahren sind deutsch und dann ist das gar nicht so. Aber was macht Marokko zu einem arabischen Land? Warum gehört es zur arabischen Liga? Weil Arabisch und unter anderem, weil Arabisch dort die vorherrschende Sprache geworden ist. Und die vorherrschende Kultur und auch sich die DNA der Berber oder vieler Berber mit den Arabern vermischt hat. Und Alhamdulillah, man sollte froh darüber sein, dass Arabisch und die arabischen Schriftzeichen die Sprache Marokkos geworden sind. Ich meine, will man das wie Atatürk rückgängig machen? In der Türkei war auch, waren mal die arabischen Schriftzeichen die vorherrschende Schrift. Die vorherrschenden Schriftzeichen. Wenn man das jetzt auch am liebsten rückgängig machen oder wie? Man sollte darüber froh sein, dass das Land arabisiert worden ist. Weil das die Menschen näher zum Verständnis des Koran und der Sunna bringt. Ich wäre froh, wenn mehr Länder arabisiert worden wären. Weil es in der Regel einem schneller einen Schlüssel gibt. Man sollte froh darüber sein. Und hier merkt man ganz klar und eindeutig, dass Leute eine Gehirnwäsche bekommen haben. Ja, noch, ich war so häufig in Marokko gewesen. Ich habe eine Zeit lang in Marokko gelebt. Ich habe nie dort irgendeine Diskussion darüber gehört, ob das ein arabisches Land war. Immer, wenn ich in Saudi-Arabien oder in, ich habe in Saudi-Arabien gelebt von 2004 bis 2006, in Ägypten gelebt von 2011 bis 2013. Wenn man mich gefragt hat, ja, was ist deine Frau? Marokkanerin, war für die klar, die ist auch Araberin. Ja, so natürlich wissen die, dass dort auch Berber leben. Dann, jetzt auf einmal ist Berber ein Schimpfwort geworden. Komisch. Jahrzehntelang hast du irgendeinen gefragt, was bist du? Bist du Araber oder Berber, wenn er aus Marokko kam? Und war überhaupt kein Problem. Hat nie einer zu mir gesagt, Berber ist ein Schimpfwort. Und auf einmal kommt irgendeine Welle, ja, und jeder, der die Augen aufmacht, merkt, dass es hier um Rassismus geht. Wenn ich hier die Kommentare lese, wo teilweise, ja, aber die Araber haben dies und jenes gemacht. Das ist genau dasselbe, wie die Türken und die Araber gespalten worden sind. Ja, aber die Araber haben mit uns das gemacht und die haben uns verraten und so weiter.